Dann werden wir auch so 3 Minütchen schon mal mit dem Tiger losfahren. Vielleicht wollen wir mal gucken, dass wir die Wasserstelle schaffen. Ich glaube, danach ist alles soweit erstmal machbar. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner. Folge, ich weiß es immer noch nicht. Immer noch dieselbe Aufnahmesession, wo ich nicht weiß. Ich habe es vor 6 Folgen, glaube ich, erklärt, dass ich gerade nicht auf meine Daten Zugriff habe, weil mein Server auseinandergebaut hinter mir steht. Ich muss ja die so ein bisschen für den Sommer rüsten. Weil ich den Winter gebaut habe und dann die Kühlung ist jetzt nicht so krass. Gerade weil auch so viele Festplatten drin sind, wird es im Inneren sehr warm. Deswegen baue ich jetzt an aller erdenklichen Stellen Lüfter gerade ein. Und eine andere Lüftersteuerung verwende ich dann auch noch. Und dann müsste das temperaturmäßig passen, weil ich keinen Bock habe, dass mir im Sommer dann die Festplatten um die Ohren fliegen. Aber das ist jetzt ein bisschen technisch an der Seite, darum geht es jetzt hier gar nicht. Wer viel über Technik hören will und so, der schaut sich am besten meine Technik-Vlogs an. Wo ich die ganzen PCs gebaut habe und upgegradet habe. Da gibt es dann auch ein bisschen Gelaber, was da alles drin ist und so. Ja. Der kann da gerne vorbeischauen. Einfach Playlists bei meinem Kanal und dann Vlogs, da müsste das eigentlich alles drin sein. Oder es gibt Projekte, Projekt PC-Upgrade, Projekt Capture-Karte zum Beispiel auch, wie ich einen Aufnahmerechner gebaut habe. Und so ein Scheiß. Alles dabei. So, wir sind gerade dabei, unsere Anhänger zu verkaufen. Die brauchen wir nämlich an dieser Stelle hier nicht. Und wir können uns dann einfach neue kaufen. Habe ich jetzt mal eben als neues Feature hier für uns entdeckt. Das ist viel einfacher, als dann immer zu sagen, Scheiße, der Auflieger steht jetzt da. Den müssen wir von da wieder abholen. Einfach zum nächsten Anhänger-Shop fahren, den Anhänger verkaufen. Zur Garage gehen und sich da einfach einen neuen holen. Ganz ehrlich, ist viel besser. Es sei denn, der Anhänger steht natürlich gerade in der idealen Position, ne? Aber dann kann man den gleich so nehmen, aber wir müssen eigentlich mal eine Menge Anhänger verkaufen. Richtige Schrottanhänger zum Teil, die wir da haben. Die wir überhaupt nicht brauchen. Man alle verkaufen kann, um Geld zu verdienen. Zum Beispiel den da. Den werden wir auch gleich verkaufen, glaube ich. Können wir doch dann benutzen, ne? Wir müssen einfach nur hier hin, den Anhänger auswählen und dann einfach verkaufen. Und schau, weg ist er. $6.800 plus. Wir haben jetzt schon wieder über 100.000, nur durch Missionen und sowas alles verdient. Ohne einen Truck verkaufen zu müssen, könnten wir uns ja demnächst schon den nächsten Truck holen. Das werde ich nochmal kurz schauen. Hier ist ein Anhänger, nämlich der Pritschenaufflieger. Den können wir auch verticken. Den brauchen wir nun wirklich nicht. Mittlerweile haben wir so gute Trucks und Ausstattung, dass wir da auch ohne Problem immer die blauen 5er-Anhänger nehmen. Da kann man auch am meisten einfach mit transportieren. Ich habe zumindest noch keinen Anhänger gesehen, mit dem man 6 Slots füllen kann. Aber naja, schauen wir mal. So, ein paar Ticken war. Dann fahren wir zu dem Step, der seinen Job so semi-gut erledigt hat. Also man kann fahren. Für große Aufgaben würde ich ihn aber nicht benutzen, weswegen wir jetzt wieder auf den anderen zurückgreifen. Anhänger wurde bereits gekauft. So, den können wir verkaufen und dann ist er auch weg. Ja, Geld haben wir bekommen. Easy. So, da ist er auch schon. Mit dem Auflieger gehen wir jetzt auch gleich zum Lager. Da müssen wir nämlich die Mission annehmen. Können wir jetzt mal machen. Ne, das war Lieferung von Bossrüstung. Annehmen. Lieferung starten. Genau. Da müssen wir hin. Es ist okay zu erreichen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie diese Strecke hier ist. Man kann auch eigentlich relativ entspannt hier durchfahren. So, gucken wir mal, wie weit wir diese Folge noch kommen. Ich werde danach auf jeden Fall auch noch eine Folge aufnehmen. So, das war diese Mission dann vielleicht auch noch fertig kriegen. Ich weiß gar nicht, wie viel gab es jetzt dafür? Auch 1050 Erfahrung. Das heißt, Level Up steht wieder vor der Tür. Das ist ja geil. So, die Brücke ist offen, haben wir auch letzte Folge gebaut. Ah ne, wir tanken jetzt auch erstmal wieder den Entsorg voll, weil sonst schaffen wir das ja auch nicht. Wir haben dem ja ein bisschen was gegeben. Das Ziel ist der... Ach, wie hat nur noch 13 Liter? Hä? Ach so, nee, nur falls. So, ha. Genau, wir haben 265, das müsste eigentlich reichen. Das habe ich gerade nicht.
So, das ist mal weg. Wenn wir einen geileren Truck auch finden als den hier, ganz ehrlich, können wir den auch verkaufen, kriegen wir einen Haufen Geld dafür. Das ist dann auch nicht schlecht. So, der Tiger, den können wir auch schon mal vorbereiten. Weil auch der braucht wieder einen Auflieger und der braucht hier wieder eine übergroße Fracht. Theoretisch könnten wir auch einen Anhänger nehmen, der 4 Slots tragen kann. Zum Beispiel der hier würde ich allerdings lassen. Ja, die sind alle. Nee. Nehmen wir lieber den blauen, mit dem können wir uns auch aus. Bereiten wir den auch schon mal vor, dann können wir auch eigentlich mit dem schon fahren tatsächlich. Er sollte seinen Job machen. So, dann können wir schon mal in die richtige Richtung fahren. Ah, komm, lass mich rum. So, Route. Müssen wir mal gucken jetzt. Wir müssen auf jeden Fall hier hin, da rein leider auch. Ja gut, hier müssen wir echt dann mal quer längs fahren, ne? So, dann kommen wir hier raus und dann sind wir beim Ölfeld. Und den Azov bereiten wir auch vor. Mit dem fahren wir jetzt nämlich runter zum Lager. Und dann ebenfalls da lang. Das müssen wir jetzt halt mit dem semi-vollen Benzin schaffen. Das Schöne ist, mit so einem Anhänger kann man halt auch viel einfacher manövrieren, als mit so einem, der nur hinten dran gehangen ist. Ist auf jeden Fall sehr viel entspannter. So, come on, rum hier. Wir brauchen 2 Frachtcontainer auch. Also eigentlich haben wir dann wieder 4 Frachtslots von Containern. Nee. Ja doch, nee, 8 Slots haben wir dann, ja. Ha. Übergroße braucht ja 4. Schon mal die Hälfte unserer Federn. So. Frachtcontainer. Wenden wir, fahren dann über die Brücke, die wir gebaut haben. Da kann man stolz drauf sein. War eine schöne Arbeit. Der Pier ist wieder in Ordnung. Jetzt machen wir die Bohrausrüstung hier weiter. Müssen wir auf jeden Fall auch demnächst wieder ein paar Vibro-Seismik-Modulaufgaben erledigen, leider. Mir ist ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Aber was soll's. Scheiße hier. Ja, kämpf dich durch. So. Ah. Scheiß auf die 2 Motoren-Damage. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen Asphalt hier fahren. Deswegen machen wir erstmal mit dem Azov ein bisschen Strecke hier. Wir haben jetzt die Route für den Tiger gemacht. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen blind fahren. Wobei es eigentlich im Prinzip auch nur ein Weg war, den wir folgen mussten. Von daher. Hier könnte sogar irgendwo ein Upgrade liegen, ne? Wobei hier hat der Turm das alles aufgeklärt. Das müsste dann, wenn dann hier sein. Hier könnte was liegen. Und ist, man sieht die Upgrades nicht auf der Karte.
Boah, hier würde Save on Upgrade liegen, ne? Haha, ja. Safe, Digga. So, wir müssten eigentlich... Wir können die Straße jetzt gerade durchfahren. Dann müssen wir nach rechts und den ersten Geländeweg wieder nach links. Und auf dem dann einfach bleiben. So, geradeaus fahren. Oh, es läuft doch super. Er hat schon das Level-Up gerne auch noch heute. Was haben wir da? Nischt. Nur Dekoration. Kein Tankauflieger für uns. Die erste Geländepiste geht's wieder nach links. Oh, ja, das... Oh, danke. Ah, der Zoff macht auch einen super Job. Also, es ist ein schöner Truck. Auf jeden Fall. Und hier müssten wir dann eigentlich schon wieder nach links rein. Und dann auf diesem Weg hier bleiben. Klingt eigentlich relativ easy. Würde man sagen. Wenn der Weg so bleibt, ganz ehrlich. Könnte hier dann auch nach rechts, aber wir können den linken Weg nehmen. Also bei der Kreuzung werden wir den linken Weg nehmen. Ich hoffe mal, es bleibt so gut hier. Ne, wird schon schlechter. Kacke hier, was... Boah. Okay, dann mal los. Macht einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall. So ist die Kreuzung. Wir fahren nach links. Wir können dann da hinten die etwas fester gebaute Straße fahren. Ah, Kraftstoff reicht easy. Der Zoff ist ja sehr, sehr spritsparend im Vergleich zu den anderen Trucks. Keinesfalls effizient. Mit immer noch 10 Litern pro Minute. Aber... Das ist immer noch schöner als die 20 Liter, die der Tiger da zieht. Von daher passt. Oh, da hinten ist das Ziel. Also mit dem können wir das auf jeden Fall erreichen. Das heißt, nächste Folge erreichen wir dann easy safe auch das Ziel. Und zwar Level 18 schon, oder? Nice, Derry Longhorn kommt näher. Der Gute meine ich, den guten Derry Longhorn. Der soll aber auch nicht ganz so krass sein, aber er ist bestimmt, kann man benutzen. Genau. Also, ja, die Route ist ja egal. Die Route ist ja egal. So, und jetzt müssen wir nur noch ein kleines Stück fahren. Dann sind wir hier schon durch. Wollen wir schon mit dem Tiger anfangen. Das ist belastend. Na gut, das ist jetzt aber glaube ich nicht weiter schlimm. Ist ja nix hier. Wer seid ihr? Das müsste jetzt eigentlich hier lang sein. Yep. Da müssen wir nur noch rum. Dann ist auch schon die Auffahrt.
Und wenn wir noch so 3 Minütchen schon mal mit dem Tiger losfahren, vielleicht mal gucken, dass wir die Wasserstelle schaffen. Ich glaube, danach ist alles soweit erstmal machbar. Da hoch müssen wir, da sind zum Glück Betonplatten. Das dürfte passen. Oh, jetzt zieh, jawohl. Da, da sind wir doch. Schön. Bauausrüstung, da wird das Haus ja wahrscheinlich fertig gebaut. Das sieht ja auch sehr unfertig aus. Auch der ideale Ort für ein Upgrade oder so, aber ist ja schon aufgeklärt hier. Ich glaube, hier waren wir ja sogar schon wegen einem Upgrade. So. Perfekt. Der Sprit hat ja easy gereicht. Dann gehen wir in den Tiger, der schon die Ladung auch bereit hat. 4 Minütchen können wir noch fahren. Es ist quasi eigentlich dieselbe Ladung, nur dass es halt ein Container sind, nicht zwei, aber er ist halt genauso groß. Aber das Wasser kann interessant werden. Ich habe ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt. Ich eigentlich lieber einen anderen Truck da noch gehabt, ne? Deswegen wollen wir sowas eigentlich mal zu zweit. Das Schöne ist aber, wenn wir hier verkacken, dann ist es nicht so schlimm, weil es ist nicht weit und dann können wir den zweiten Truck mitnehmen und dann machen wir das so irgendwie. Trotzdem blöd. Naja, dann mal rein. Wir fahren mal so ein bisschen weiter nach rechts. Schön. Fuck, ey, es ist zu schwach dafür. Warum? Boom. Macht ja nix. Hey, wow, das ist schon ziemlich bescheuert. Komm, innerhalb der Strömungsrichtung müsst ihr doch eigentlich fahren. Ja. Mhm. Oh. Guck mal an. Schön, dass es schafft. Ah, ich freue mich. Ja, geil. Mensch, freue mich. Freue ich mich.
merkt, dass das hier echt mit dem Tiger ein schweres Ding ist, mit dem er soft, der fährt und juckt's halt nicht, ne? So. Will hier noch kurz safe hoch. Und dann beenden wir diese Folge hier an dieser Stelle erstmal. In der nächsten Folge hoffentlich erreichen wir da das Ziel. Beenden die Mission, steigen im Rang auch nochmal auf und schauen mal, was es dann noch für uns gibt. Freunde, ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.